So, ein Job in das Wasser Malaysia. ist nur noch zu einem Viertel voll. Willst du hochkommen? Nein, geht schon. Kann nicht mehr weit sein. Wenn du ihn nicht bald findest, war's das. Ich finde ihn. So, jetzt sind wir hier schön im Wasser. Das ist ja auch geil. Was sieht das fett aus, ey? Wahnsinn. Okay, was? Irgendwas müssen wir suchen. Was suchen wir denn? Wie geil das aussieht, ey. So, irgendwas suchen wir. Was müssen wir denn finden? Okay. Schicke Fische, die hier rumschwimmen. Auch in Ordnung. Aber irgendwie müssen wir wohl was finden und ich habe keinen Plan, was. Wir schwimmen einfach mal hier weiter. Oder tauchen hier weiter vielmehr. Sieht auf jeden Fall interessant aus hier, die Unterwasserwelt. Sehr cool. Da kommt epische Musik. Schauen wir mal hier durch. Da vorne blinkt doch was. Hier blinkt doch was. Da ist doch was. Oh, sie haben einen Schatz gefunden. Haha, cool. So, wo geht's denn jetzt hier weiter? Da kamen wir her. Müssen wir in die Richtung weiter, ne? So. Oh, da liegt auch was. Ah, danach haben wir gesucht. Hey, ich hab hier was. Was denn? Ein Rost, richtige Farbe. Vielleicht ist es an den Felsen zerschellt und. Hey, du nuschelst. Sorry. Sieht aus wie ein Stück unseres Wracks. Muss in der Nähe sein. Du machst mich neugierig, Drake. Aber sowas von. Hier sind Wracks. Wrackteile. Hier ist ein Wrack. Ja, sieht doch gut aus. Was haben wir denn hier? Ah, da ist er ja. Ich hab ihn. Okay, wie sieht er aus? Mitgenommen, aber intakt. Die Achsen sehen gut aus. Benutzen wir sie, um das Ding anzuheben. Klingt nach einem Plan. Okay, das Teil anheben. Was ist das denn? Ein LKW? Sieht aus wie ein LKW, ne? Okay, dann mal los. So. Leute. Okay, bin drin. Sieht aus, als sei der Großteil noch festgeschnallt. Was ist das denn? Mal sehen, das sind eins, zwei, drei. Nach meiner Rechnung fehlen uns zwei Kisten. Ich werde sie suchen. Warte. Komm lieber erstmal hoch und füll deine Flasche auf. Die Kisten müssen in der Nähe sein. Ich schaff das. Ha, hab eine. Eine haben wir schon. Sehr cool. Jetzt müssen wir noch da rauskriegen. Ach, Mist. Die Kiste steckt unter dem Anhänger fest. Hör zu. Sicher erstmal die andere Kiste, dann heben wir den Anhänger für dich an. Siehst du, deswegen bekommst du das große Geld. Ja. Hier runter müssen wir. Hier geht's lang. Hab die andere Kiste. Da war es nur noch eine. Sichere sie im Anhänger. Wir sind schon fast bei dir. Okay, bis gleich. Ah, cool. Die Steuerung ist cool gemacht, finde ich. So, jetzt packen wir die mal da hinten hin. Wo sie hingehört. Erstmal ein bisschen runter. Okay. Und rein damit. Okay, eine Kiste gesichert. Gutes Timing. Wir sind direkt über dir. Wir lassen das Seil runter. Okay. Dann mal ein Seil suchen. Okay, cool. Okay, ist in Position. Häng den Anhänger dran. Wir heben ihn ein Stück an. Okay, hab das Seil. Ich versuche es, um eine der Achsen zu schlingen. Das sollte gehen. Yep. Ja, erst müssen sie da runterkommen. Ist das jetzt wieder hier mit... Wie machen wir das denn? Dreieck?
Nö. Wie kriegen wir das jetzt da rum? Da tauchen wir auf. Ah, okay. Wir müssen drum rumschwimmen. Nein. Andere Richtung. Oh, es ist verwirrend. So. Und jetzt hier festmachen. Okay, eins habe ich. Gut, achte auf deinen Sauerstoff. Ja, ja. Alles im Griff. So. Ah, die Steuerung, da muss man sich echt so ein bisschen reinfuchsen noch. Nicht da, dadurch. Genau. Weiter. Sehr schön. Und jetzt da oben festmachen. Das zweite. Okay, Anhänger gesichert. Los geht's. Okay. Mach Platz. Wir heben ihn an. Ich bin soweit. Und hoch damit. Ui. Okay. Reicht das? Ja, locker. Lass ihn nur nicht fallen. Wir werden sehen. Ah, wie er lacht. Ein Spaßvogel. Ach nee, wir müssen ja unten. Unter den Anhänger, genau. Wir müssen ja die Kiste noch holen. Hier ist er. Okay, ich habe die andere Kiste. Ich mache sie mit den anderen fest. Genau, wiederholt hier drücken. So. Ah, wie cool das ist, so eine Mission unter Wasser. Ey. Das ist mal was völlig Neues und macht echt voll Laune. Auch wenn es ein bisschen hakelig aussieht noch bei mir. Das war ja klar, da passiert doch noch irgendwas. Fertig, die Ladung ist komplett und erfasst. Ich hab noch Sauerstoff für 5 Minuten. Oh Mann. Hey, dann bleib doch noch ein bisschen unten. Vielleicht findest du noch ein paar andere Schätze. Nein, danke. Willst du mit? Gerne doch. Sag mir, wenn du am Seil hängst. Ach so, ich muss jetzt hier mit dem Seil mit hochfahren, oder wie? Ach, hier unten. Okay, in Ordnung. Einmal hier hin. Okay, ich bin bereit. Hol mich heraus. Wird gemacht. Und aufwärts. Da passiert doch bestimmt noch irgendwas. Kann mir doch jetzt keiner erzählen, dass hier nichts passiert. Was für eine Schönheit. Wie geht's dir? Oh, besser seit ich aus dem Fluss raus bin. Ich werde wohl eine Woche nach Fisch stehen. Okay, wir kommen zu dir. Warte. Ich warte. Was geht so, Jungs? Der ist so cool. Nathan ist so cool. So, einmal runter hier vom Kran. Taucherklamotten aus und dann gucken wir mal, was wir da geborgen haben. Schön, dich wiederzusehen, Drake. Ja, ich freue mich auch. Wirf die Ausrüstung her. Bitteschön. Danke. Oh, der Tank ist echt leicht. Erleichtert dir nur die Arbeit, oder? Haha, so, einmal zu ihm hier. Ach, den kennen wir doch noch, oder? Wie machen wir uns? Was denkst du? Vollständige Bergung? Vollständig. Neben dir wirken wir armselig. Ich lasse euch gut dastehen. Okay, das Teil haben wir uns also quasi hier rausgeholt. Oh, da gibt's... wieder einen Schatz? Nee, untersuchen. Was ist das denn? Hier haben wir einmal das Schmuckstück Hai, okay. Was haben wir hier? Arcade only, okay. Antike Spielenhallenmarke. Wie geil ist das denn? Okay, also das Teil haben wir hier rausgeholt. Was auch immer es, ja, was ist auch immer für Kisten? Was waren denn das für Kisten? Weiß man nicht, ne? Okay, irgendwas von Wert wird's gewesen sein. So, wo müssen wir denn hin? Ich laufe mal hier rechts lang.
wir später drüber. Wie lange dauert das denn noch? Mein Held. Na komm, mal sehen, was du hast. Hey, lass doch nächstes Mal jemand anderes. Du brauchst eine Pause. Nein, nein, danke. Tauchen ist mir immer noch lieber, als im Büro zu sitzen. Ja, na gut. Es wird aber etwas dauern, bis wir wieder tauchen. Was ist mit dem Job am Donnerstag? Ach, Mann, nein. Wurde unterboten. Das kann doch nicht wahr sein. Hey, die Konkurrenz schläft nicht. Ach, wir tauchen hier gar nicht für uns, sondern für so Auftragstauchen quasi. Jetzt können wir uns angucken, was er hier hat. Dann sehen wir mal nach. Wärst du dann so frei? Ja, klar. Danke. Wow. Sieh dir das an. Das ist Kupfer. Tja, du wärst überrascht, wie viel das Zeug wert ist. Der Kunde zahlt gutes Geld für den ganzen Kram. Willst du es nicht lieber zu Pennys einschmelzen? Na komm, gehen wir feiern. Die erste Runde zahle ich. Mit euch um die Häuser ziehen? Nein, 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 nicht ohne Gefahrenzulage. Wenn es euch nichts ausmacht, erledige ich schnell den Papierkram und zisch ab nach Hause. Ein andermal gern. Okay, wie du willst. Hey, gute Arbeit heute. Danke. Okay, es ist also unser Job, quasi tauchen zu gehen. Hey, hey, Nate. Nate, warte mal. Hey, was machst du denn hier? Ich habe ein Geschenk für dich. Geschenk? Was ist das? Ich habe Nachricht von meinem Kontakt über dieses Wrack vor der Küste von Malaysia. Oh nein. Das Schiff ist intakt. Ja? Die Fracht wartet nur auf uns. Du lässt nicht locker, das muss man dir lassen. Das Geld für die Ausrüstung ist auch gesichert. Wir sind startbereit. Bis auf meinen besten Mann. Der Mann, dem ich vertraue. Der Einzige, er hat kalte Füße. Meine Füße waren noch nie warm. Sag mal, dieser Kontakt von dir, hat er die Genehmigung? Nein, er hat sie nicht. Okay, niemand hat eine verdammte Genehmigung. Natürlich. Aber Nate, das ist doch zu unserem Vorteil. Keine Genehmigung heißt keine Konkurrenz. Das Schiff gehört nur uns. Keine Genehmigung heißt keine Bergung. Nate, mit dem Geld hätten wir ausgesorgt. Und zwar wir beide. Okay, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich will nicht noch mit 60 Bergungen machen. Du etwa? Besser als Gefängnis. Hör zu, ich muss ablehnen. Und das solltest du auch tun. Pass auf, nimm's einfach mit. Mir zuliebe, okay? Ich ändere meine Meinung nicht. Schadet ja nicht, drüber zu schlafen, oder? Grüß Carla und die Kinder von mir, okay? Mach ich. Kein Druck, Nate. Aber denk drüber nach. Hier hast du echt gute Arbeit geleistet. So. Ja, es gibt immer wieder so zwischendrin so viele Sequenzen, wo man einfach die Klappe halten muss. So, was haben wir denn hier? Wir zoomen mal. Sieht aus wie eine Karte, ne? Ist eine Karte. Hat das Suchgebiet eingegrenzt. Das wäre ein Wahnsinnsfund. Okay. So. Nein, niemals. Du kommst zu den anderen. Ein normales Leben. Jetzt sind wir schon bei Kapitel 4, okay. Was haben wir denn da? Ein Totenkopf. Yep. Eines der seltsameren Dinge, die ich gesammelt habe. Sieht aber stylisch aus, oder? So schön mit, so schön golden irgendwie. Moment, da muss ich erstmal hier, ihr wisst Bescheid, wieder Screenshot-mäßig unterwegs sein. Was haben wir daneben noch? Ich hab mal deinen großen Bruder bestiegen. Ja, ich erinnere mich dunkel, glaube ich. Ich erinnere mich dunkel, dass da mal was war. Aber ich habe die anderen Teile auch schon so... Es ist schon ewig her, dass ich die anderen Teile gezockt habe. Es wird Zeit, dass ich mir wirklich, glaube ich, die Uncharted Collection mal noch zulege. Und da die Teile 1 bis 3 nochmal so schön durchdaddle. Das wird auf jeden Fall kommen, glaube ich. Ich habe da richtig Böcke drauf.
Was haben wir hier noch? Eine spanische Dublone aus einem deutschen U-Boot. Mitten im Dschungel. Wer hätte das gedacht? Kann es sein, dass das hier die Teile sind, die man im ersten, also von Teil 1 bis 3 gesammelt hat? Ich meine, oder? Ah, es ist schon so verdammt her. Ja, ich hätte doch die ersten drei Teile nochmal zocken sollen, bevor der vierte rauskam. Verdammt. So, hier nochmal. Sir Francis Drake opfert sich für Sully. Sieh uns nur an. Ja. Ja, das sind die Sachen aus den ersten drei Teilen. Ja, wie cool das ist. Wie geil das ist. Hier, schön ein Schussloch im Buch. Sau starke. Naughty Dog habt ihr richtig fett gemacht. Muss man ja auch mal sagen. Shambhala. Fehlst mir, Kumpel. Okay. Schlafsäcke haben wir hier noch. Oh, da ist auch noch was zum Untersuchen. Für dieses Zeug sind so viele Männer gestorben. Haha, krass. So, was haben wir hier noch? Eine Reise durch die Vergangenheit. Ach, das ist jetzt unser aktuelles Ding, ne? Nein. Ach genau, das war sein Bruder. Was heißt aktuell, sondern das war ja hier, wo wir den Prolog quasi sozusagen gesehen haben. Die ersten zwei Folgen. Danke für nichts, Dismas. Genau, kennen wir ja aus dem Prolog, ne? Haben wir unseren Bruder verloren. Vor 15 Jahren. In Ordnung, was haben wir hier noch? Eine Wumme. Ja. Ach, cool. Schwarze. Das ist ja geil gemacht. Ach, sau stark. Wo kann ich denn überall drauf schießen? Ich muss weiter. Wie geil das ist. Ah, ich könnte mich gerade köstlich amüsieren, wie geil das ist hier. Kann weitergehen. Frisst Plastik. Sau cool. Kann ich da noch drauf schießen? Ah, hier über. Ah, ja, okay. Hab dich. Wie ein Profi. Ist gut. Ja, bin gleich da. So macht man das. Und tschüss. Ich kann's noch. Das Plastik. Sau cool, ey. Das macht ja richtig Laune. Rennt er hier mit der Spielzeugknarre, rennt er durch die Bude, ey. So, Schluss mit den Spielchen. Cool.